Energieeffizienz ist heutzutage sowohl für den Neubau als auch für Sanierungen essentiell. Für Fragen rund um dieses Thema stehen seit vielen Jahren Energieberaterinnen und Energieberater zur Verfügung. Seit Anfang der 90er Jahre werden dafür Kurse angeboten, die diese Experten entsprechend ausbilden und vorbereiten. Die Energieberaterinnenausbildung gliedert sich als Schwerpunkt in zwei Kursmodule. Das eine ist der sogenannte A-Kurs und dann der F-Kurs, Anfänger fortgeschritten. Die sind aufbauend, die beiden Kurse, und geben einen Überblick sowohl energetisch über die Gebäudehülle, also über die Bauphysik, und auch über die gesamte Gebäudetechnik, Haustechnik, Heizung, Photovoltaik und so weiter. Die Ausbildung bietet einen gemeinsamen Überblick über die bauphysikalischen und haustechnischen Anforderungen eines modernen Gebäudes. Das ist natürlich als Innungsmeister ein ganz großes Anliegen, damit wir die Energieberater, die genauso an der Front sind wie wir, diesbezüglich unterstützen, dass an der Front die bestmöglichen Auskünfte dem Endverbraucher, wir sagen sogar Energieverbraucher, geben können. Von der Bauphysik über Haustechnik, Energieausweis und Planungsprozess bis hin zur Qualitätssicherung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten bei diesen Kursen eine umfangreiche Ausbildung. Also ich habe ein Ingenieurbüro für Elektro- und Energietechnik, und in einer sich ökologisch und ökonomisch schnell wandelnden Welt soll man meines Erachtens immer am Puls der Zeit sein, und deswegen habe ich mich entschlossen, dass ich diesen Kurs mache. Vor allen Dingen ist es auch, ich sage jetzt mal, im Netzwerkbereich, da lernt man sehr viele Leute kennen in so einem Kurs, und dementsprechend finde ich das auch gut, und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einen Kurs zu machen. An den Kursen nehmen Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen teil. Ein spannender Mix aus unterschiedlichen Erfahrungen und Wissen. An den Kursen nehmen Personen teil, die in irgendeiner Form beruflich mit dem Thema zu tun haben. Aber es ist eine sehr bunte Mischung. Es sind Personen zum Beispiel aus dem Landesdienst, entsprechende Fachexperten. Es sind Personen, Professionisten aus dem Bereich der Gebäudetechnik. Es sind Personen aus dem Bereich zum Beispiel Architektur, Planung oder Bau. Und wir haben da immer eine sehr, sehr spannende Mischung, eine der wenigen Ausbildungen, die eben genau diese Themen miteinander verschränkt und sich diese Berufsgruppen auch untereinander vernetzen und miteinander arbeiten und denken können. Was mir am meisten beeindruckt ist, sage ich jetzt einmal, der Bezug in die Praxis. Es gibt sehr viele Personen, die aus der Wirtschaft kommen, die was hier vortragen, und da finde ich es schon sehr gut, dass es sehr nahe an der Praxis ist, dass man im Endeffekt dann, sage ich mal, direkt im Speziellen nachfragen kann, in die Expertise reinfragen kann. Die Erwartung an den Kurs ist die, ich möchte den Kunden, den ich ja schon betreue, ich möchte die Bindung oder das Vertrauen stärken. Am meisten beeindruckt an dem Kurs hat mich, dass diese Expertise auch der Vortragenden, und dass sie ja wirklich die Motivation haben und die Zeit nehmen, auf individuelle Fragen von den Kursteilnehmern eingehen. Weitere Infos zu den Kursen finden Sie auf salzburggv.at/energieberatung.